Moin Leute und im wahrsten Sinne des Wortes alter Schwede, denn mit diesem Skandinavien-Kracher haben wir uns da mal so ein richtig dickes Kaliber an Land gezogen, finde ich. Ladies and Gentlemen, das ist Ludwig Augustinsson, Spitzname Lulle. Nur bei der Ablösesumme, da weiß man eigentlich gar nicht, wem man da so richtig Vertrauen schenken darf. Zwischen festgeschriebenen 3 Millionen Euro Ablöse über 3,5 bis 4,5 Millionen sind da unterschiedlichste Summen im Umlauf. Sei es drum, nichtsdestotrotz sind das alles Summen, die gerade bei dieser überhitzten Marktlage einfach nur zeigen, wie wichtig das war, bei dem Spieler einfach frühzeitig Interesse anzumelden und den Wechsel auch einfach frühzeitig unter Dach und Fach zu bringen, denn für mich ist das bisher so der Königstransfer der Bremer. Und ich muss echt sagen, ich freue mich extrem auf den Jungen. Und das ist halt wirklich ein Spieler, der vor allen Dingen unsere linke Problemseite, die sie eigentlich schon gefühlt immer ist, echt einfach nicht nur halbwegs hinnehmbar macht, sondern einfach wahrscheinlich wirklich das Potenzial hat, mit die beste Abwehrseite der Liga zu werden. Ich weiß, ich lehne mich da weit aus dem Fenster und ihr könnt mich auch drauf festnageln, aber das glaube ich wirklich bei dem Spieler. Und es ist ja auch ein Spieler, der ist zwar erst 23 Jahre alt und trotzdem auch irgendwie sau erfahren. 2014 dänischer Pokal, danach die beiden Jahre, das Double in Dänemark, also das sind halt alles Hausnummern und er war halt nicht einfach nur ein Mitläufer im Team, sondern absoluter Leistungsträger dabei. Und vor allen Dingen 21 Einsätze in Champions League oder Europa League formen dich natürlich auch nochmal extra und bringen dich auch nochmal auf ein ganz anderes Level, wenn du dich wirklich mit den Besten aus Europa misst. Das bringt sicher jeden Spieler nochmal so ein Stück weit nach vorn. Und vorn, das ist auch ein gutes Stichwort, wenn man so ein bisschen an die Spielweise von Augustinsson denkt. Ist wahrscheinlich der Inbegriff davon, wenn man von modernen Außenverteidigern spricht, wahrscheinlich auch für Nuris System der perfekte Außenverteidiger für ein System mit 3 Innenverteidigern. Ganz, ganz stark bei eigenen Standards, kann sie auch echt perfekt treten, ganz großartiger Assistgeber, beackert seine Seite wie Sau, hat gefühlt Luft für 2 Spieler, ist auch sau schnell, macht die Defensive auch gut dicht insgesamt und man muss aber auch sagen, so die Kerneffektivität hat er vor allen Dingen als Außenverteidiger auch im Offensivspiel, schafft es aber dabei, sich auch wieder blitzartig so ein bisschen in die Defensive zu orientieren. Und nochmal zurück zu seinen Assists, allein in seiner Kopenhagen-Zeit kam er in 108 Spielen auf 37 Vorlagen, Leute, das ist mal eine echte Hausnummer. Sein Vorgänger zum Vergleich, Santi Garcia, 105 Spiele, 10 Vorlagen. Jetzt vergleichen wir natürlich nicht Äpfel mit Birnen und vergleichen die dänische Liga mit der Bundesliga. Allerdings sind bei Augustinsson auch viele Einsätze in Europa dabei. Und allein in den letzten 2 Jahren kam er auch da auf einige Assists in durchaus wichtigen Wettbewerben wie der Champions League Qualifikation oder auch der Europa League. Also würde ich sagen, sehr, sehr bemerkenswerte Daten, Leute. Seine Spielweise, was soll man also zusammenfassend sagen, sehr, sehr erfrischend. Aber so ein bisschen auch der Offensive geschuldet, obwohl er wirklich eigentlich defensiv sehr gut steht, sagen die ein oder anderen Trainer von ihm oder Experten, dass er immer mal so ein bisschen überhastet in Zweikämpfe geht und vielleicht noch so ein bisschen im taktischen Grundverständnis Defizite hat. Aber auch da kann er noch dazulernen, vor allen Dingen auch wenn er in der Bundesliga dauerhaft auf deutlich höherem Niveau als in Dänemark spielt. Also alles fein. Und sein Vorbild, wen verwundert es natürlich bei dieser Spielweise, Marcelo. Der verfügt ja über ganz ähnliche Stärken und Schwächen wie Augustinsson. Aber ganz ehrlich, wenn er irgendwie nur annähernd diese Qualität in Ansätzen hat, dann haben wir da schon ein richtiges Brett auf der linken Seite jetzt. Außerdem macht er auch so in den Interviews einen sehr, sehr sympathischen Eindruck. Also vor allen Dingen sympathisch selbstbewusst auch, muss man sagen. Er kommt ja nach eigenen Aussagen, um zu spielen und um Werder zu helfen, wieder in die Top 6 vorzudringen, nach Europa vorzudringen. Denn da gehört der Verein für ihn hin. Was soll er auch anderes sagen? Aber es ist natürlich halt auch irgendwie schön, sowas von einem Spieler zu hören, der dann halt irgendwie freudestrahlend von seinem nächsten höheren Schritt spricht, echt total authentisch ist, irgendwie rüberbringt, dass er jetzt erstmal bei Werder ist und das wird mit dem Jungen. Ich habe da echt ein sehr gutes Gefühl und bin einfach unfassbar froh, dass er da ist, wirklich. Also Augustinsson, Leute, das ist ein Kaliber Delaney, da müssen wir, glaube ich, ganz, ganz glücklich sein, dass er da ist. Ich kann meine Freude bei diesem Transfer eigentlich gar nicht so richtig in Worte fassen, kann euch nur sagen, es ist wirklich viel Freude. Leute, das war die Folge von Augustinsson. Ich habe ein gutes Gefühl bei dem Jungen, wie ihr sicherlich rausgehört habt. Was denkt ihr? Ich bin gespannt auf eure Meinung und verbleibe erstmal bis dahin mit allerbesten Grüßen. Haut rein, Leute. Ciao.